So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Sinking City. Wir haben in der letzten Folge verschollen mehr weiter untersucht und haben das Hauptquartier der Expedition gefunden. Und ja, das wurde verwüstet und es wurde versucht, Dokumente zu verbrennen, was zum Teil auch geglückt ist. Allerdings haben sie vergessen, eine Ladeliste ordentlich zu verbrennen, und aufgrund dessen konnten wir im Archiv der Oakmill Chronicles ein Frachterschiff ausmachen und werden, genau hier muss ich lang, und werden jetzt dem Kapitän dieses Frachtschiffes einen Besuch abstatten. Der wird sich mit Sicherheit freuen. Und jetzt hier. Ja. Und dann kann ich rein, theoretisch. Genau, okay. Gut. Ich würde so heulen, wenn dieses kleine süße Boot dann einfach aufhören würde zu funktionieren. Und jetzt hier hin. So, sind wir wieder am Hafen. Oh Gott, nee, das möchte ich überhaupt nicht mehr essen. Obwohl, die haben wahrscheinlich so viel Hunger. Was klotzen Sie so, Neuankömmling? Bock. Ich bin doch schon weg. Ist er doch. Weg. Weit weg wie möglich. Schnell Reisepunkt. Da rennt echt minimal schneller, ne? Greyhaven Bay Zentrum. Ah, guck mal, hier sind wir damals umgefallen. So, können wir mit dem nochmal reden? Warte mal. Die Tür gibt nicht nach. Nein, ach Mann, ist natürlich doof. Ist das die 3? Die Tür gibt nicht nach. Alles okay? Kaul sei Dank. Endlich. Hey, Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Kreaturen aus dem Meer. Auf der Anlegestelle. Hab mich hier versteckt. Komm, nee. Aber die Wände werden sie nicht aufhalten können. Ja, das ist jetzt überlassen. Tut mir leid. Was sind das für Kreaturen? Was für Kreaturen? Wovon reden Sie? Wild Beaster. Kennen wir doch schon. Sie sind wegen dem Blut gekommen. Sie fressen die Toten. Ich suche Kapitän Sanders. Ich suche Kapitän Sanders. Ist er hier am Hafen? Haben diese Kreaturen ihn erwischt? Ich habe Sanders gesehen. Helfen Sie mir. Dann sage ich Ihnen, was ich weiß. Okay. Ich speichere mal schon, obwohl das ja keinen Sinn macht, weil wir dann trotzdem irgendwo anders auftauchen. So. So. Wo haben wir denn den kleinen Biester? Na? Wissenspunkt. Hafen ist wieder sicher. Ein Glück waren es nur die 2. Ein Glück waren es nur die 2. Fähigkeiten. Achso, das habe ich gar nicht. Ach, ich hatte das. Ach so. Dann nehme ich das. Genau. So. Jetzt fühle ich mich sicherer. Oh, kann ich die mitnehmen? Ich bitte mitnehmen. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Die wollen wir nie mitnehmen? Erschossen. Aus nächster Nähe. Was suchen hier irgendwas zu vertuschen? Also wenn das da Sanders ist, dann wissen wir ja schon Bescheid. Was ist das denn? Lol.
Mit Echsen. So etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Krass. Der Arme. Der wurde zerstückelt. Die Monster haben nicht viel übrig gelassen. Nee. Da haben einige Leute ganz schön gebechert. Mann, der Fisch. Ekelhaft. Ekelhaft. So, haben wir hier noch irgendwas? Mann, die haben bestimmt dann die Fische noch ausgezutscht. Was denn? Ist es ein Seepferdchen? Nee, oha, das war Schöneres. Diese Statuette würde sich in jeder verschrobenen Sammlung gut machen. Mhm. Zeit, Charter, Vertrag. Ich, Kapitän Jeremiah Sanders, verpflichte mich hiermit dazu, alle Teilnehmer von Robert Falk Mortons Expedition sowie die in der beiliegenden Ladeliste aufgeführte Fracht an Bord meines Schiffes Titania zu nehmen und die Expedition bei tiefen Messungen und Tauchgängen zu Unterwasserforschungszwecken bzw. für Beobachtungen der Meeresfauna zu unterstützen. Die aufgeführten Dienstleistungen werden an vertrauliche Stellen in der Cod Bay erbracht. Anschließend übernimmt die Titania den Transport aller Expeditionsteilnehmer zum Hafen von Oakmont. Der Lohn beträgt 70 Patronen. Cape Cod. Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Was wollen die hier ver... Natürlich hier die Bilder. Das ist schon ein bisschen niedlich, ne? Ach so. Okay. Dann die Frage, wer ist das? Ins Meer mit dir! Stirb! Stirb! Nichts mehr zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben? Sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Nichts mehr zu saufen. Haben die sich wegen rumgeprügelt? Nach allem, was wir gesehen haben, sagst du, dass wir... Ins Meer mit dir! Stirb! Du kannst mich nicht umbringen! Nimm das! Aus irgendeinem Grund ist die Mannschaft durchgedreht. Nur einer ist entkommen. Hoffen wir mal, dass es Sanders war, beziehungsweise, dass die Person noch lebt, um uns mitzuteilen, was genau geschehen ist. Aber ich habe noch nicht alles. Hafen wieder sicher, genau, ne? Dem müssen wir noch Bescheid geben. Das machen wir. Cape Cod. Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Hier haben wir auch nichts mehr. Was haben wir? Das haben wir. Was heißt, dass wir einfach ihm Bescheid sagen müssen? Kreaturen sind erledigt. Und jetzt erzählen Sie mir von Sanders. Er ist vor ein paar Stunden zurückgekommen. Diese Dinger, sie sind wegen ihm aufgetaucht. Was sie
Titania betrifft. Was ist auf der Titania passiert? Es war schrecklich. Ein Massaker. Hab Schüsse gehört und bin nach draußen. Und da habe ich alles gesehen. Blutende, sterbende Seeleute. Das Blut ist ins Wasser gelaufen und dann... Dann sind die Wild Beaster gekommen. Cool. Wie ist denn das so? Dieser Sanders, was für ein Mensch ist er? Ein Neuankömmling. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Ein fähiger Kapitän, der seine Mannschaft gut behandelt. Wo ist Sanders jetzt? Ich muss Sanders finden. Wo ist er? Hab ihn weglaufen sehen. Gleich nach der Schießerei. Bin zur Anlegestelle. Aber hab dann nicht gesehen, wo er hin ist. Haben Sie sonst noch jemanden von der Expedition gesehen? Nö. Nur Sanders. Ich wette, außer ihm hat es keiner zurückgeschafft. Hab ich? Ja. Jetzt habe ich alle Schlüsselweise erhalten. Gedankenspiele. Verwunder Seemann. Die Seemänner auf der Titania griffen sich gegenseitig an. Der einzige Überlebende hat eine schwere Schulterverletzung. Kapitän Sanders floh. Der Hafenmeister sah, wie Kapitän Sanders die Anlegestelle verließ. Der einzige Überlebende der Kampfhandlungen an der Anlegestelle 3 in der Grimhaven Bay ist ein Mann, der nur schwer an der Schulter verletzt ist. Kapitän Sanders ist der verletzte Mann und versucht nun sicher, medizinische Hilfe zu bekommen. Ja. Und der... Was ist das jetzt für... In den Archiven recherchieren. Muss ich doch nicht ins Archiv gehen. Das Meer ist dieser Tage verflucht. Ich würde jetzt einfach mal ins Krankenhaus gehen, oder? Würde zumindest für mich jetzt mehr Sinn machen, als jetzt immer schief rumzuwühlen. Was will ich denn danach suchen? Das ist so dunkel. Gefällt mir auch nicht. Ja, alles nicht. Warum ist das so dunkel schon wieder? So ein Krankenhaus, ne? Super, jetzt gewittert es auch noch. Hallo? Kürzlich eingetroffene Verletzte. Ich suche nach jemandem, der erst seit kurzem hier ist. Hat eine schlimme Verletzung. Die ganze Unfallstation ist voll mit solchen Patienten, Sir. Jemand mit einer Schulterverletzung? Okay, vielleicht hilft Ihnen das hier weiter. Der Kerl hat eine tiefe Wunde von einer Axt in der Schulter. Sir, ich habe wirklich keine Zeit, mich jetzt durch Ihre Akten zu kämpfen. Aber Sie können gerne einen Blick in unser Archiv werfen, wenn es Ihnen so wichtig ist. Ah... Wiedersehen. Zeitraum nach der Flut. Behandlung. Patient. Grimhaven Bay Verletzte. Peter Crowley, Mensch 29 aus Oakman. Multiple Verbrennungen und Brüche im Brustbereich und Gesicht infolge einer Explosion. Mehrere Eingriffe vorgenommen, darunter Wundbehandlung und Gesichtsoperation. Prognose gut, Bettruhe empfohlen. Joseph Willow, männlich 39, Neuankömmling. Tiefe Schnittwunden an der rechten Schulter, Schlüsselbeinfraktur, Schulterblattfraktur. Schnittwunde genäht, Knochenbrüche gerichtet und verbunden. Keine Anzeichen einer Infektion. Prognose gut, Bettruhe empfohlen. Er muss es doch wissen, wenn jemand mit einer Schnittverletzung, also mit einer Schulterfraktur eingewiesen wird. Dann haben wir, da haben wir ihn ja. Hallo, na? Was ist Ihnen zugestoßen? Was ist passiert, Mr. Pete? Explosion. Mit Dynamit gefischt. Oh, sprechen schmerzt. Kein Kampf am Hafen. Mit Dynamit gefischt, ach ja.
Oder ist das bei einem Kampf am Hafen passiert? Vielleicht auf einem Schiff? Nein! Bitte, gehen Sie! Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist der Pete. Okay. Hat er noch den Blutegel gegessen? Oh, waren wir hier? War das schon vorher da? Das kann ich beobachten, wenn wir das nächste Mal dort sind. Ob das aufgefüllt wurde. Oh je, was ist mit ihrer Schulter passiert? Das war ein Verrückter. Bei einer Schlägerei in der Bar. Hat mich böse an der Schulter erwischt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nach jemandem. Kapitän Sanders. Kapitän Sanders? Nie gehört. Ich bin Joseph Willow. Vielleicht sollten Sie sich woanders umhören. Warum haben Sie gelogen? Schon komisch. In Ihrer Krankenakte steht etwas von einer Axtwunde, wie sie sich auch ein gewisser Kapitän Sanders beim Hafenmassaker zugezogen hat. Raus mit der Sprache. In die Tiefen damit. Wer hat Sie geschickt? Ich stelle hier die Fragen, Freundchen. Ist ja gut. Aber erst sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich stelle Nachforschung über die Expedition an. Charles Reed, Privatdetektiv. Throckmorton möchte wissen, was mit seiner verschollenen Expedition geschehen ist. Throckmorton lässt also endlich von sich hören. Ich wusste, dass mich jemand wie Sie früher oder später finden würde. Was ist auf der Expedition vorgefallen? Ich denke, es wäre noch untertrieben zu sagen, dass Ihre Expedition in einem Desaster endete. Es gibt Dinge, die besser niemals jemand zu Gesicht bekommen hätte, Mr. Reed. Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Vielleicht wären sie dann noch am Leben. Die Wissenschaftler. Meine Mannschaft. Keiner von ihnen hat das Schicksal verdient, das sie ereilt hat. Albert hat die Expedition überlebt. Wussten Sie, dass Albert Throckmorton es an Land geschafft hat? Albert hat überlebt? Ist er hier? Nein. Er ist tot, wie die anderen. Er wurde am Hafen ermordet. Aber was ist den anderen Expeditionsteilnehmern widerfahren? Ich weiß es nicht. Meine Mannschaft ließ sie zurück. Unter Wasser. Ich ordnete einen Rettungsversuch an, aber dann drohten meine Männer mit Meuterei. Warum haben Sie die Taucher zurückgelassen? Sie hatten gute Gründe, die Teilnehmer der Expedition ihrem Schicksal zu überlassen, nehme ich an. Sie waren nicht dabei. Tag für Tag auf diesem Schiff. Das war der reinste Albtraum, Mr. Reed. Wir sahen schreckliche Dinge. Keiner von uns wagte es zu schlafen. Das war eine Expedition in verfluchte Gewässer, das sage ich Ihnen. Was geschah beim letzten Tauchgang? Erzählen Sie mir, was beim letzten Tauchgang geschehen ist. Es gab immer feste Regeln. Die Taucher gingen nach unten und tauchten dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder auf. Aber an diesem Tag kam keiner zurück. Ich schickte dann ein paar Männer runter, um nachzusehen. Zurück kamen sie mit Albert. Und sie alle waren fast verrückt vor Angst. Warum wurde so viel getrunken? Ich war auf der Titania, bevor ich hierher kam. Allem Anschein nach wurde ganz schön viel getrunken. Warum? Weil es sonst eine Meuterei gegeben hätte. Und weil alle verzweifelt waren. Nach Tauchgängen wie diesen würde jeder zur Flasche greifen. Die Tauchgänge haben ihrer Mannschaft also ganz schön zugesetzt. Aber was geschah im Hafen? Ich weiß es nicht. Die Männer waren ruhig, bis wir angelegt haben. Und dann sind sie ausgerastet. Viele gute Männer haben ihr Leben gelassen. Wonach hat die Expedition gesucht? Was hofften sie unter Wasser zu finden? Den Grund für all das. Die Monolithen, die Flut, die Monster. Die Wissenschaftler fanden am Meeresgrund Risse. Und sie versuchten herauszufinden, wie der Wahnsinn damit zusammenhängen könnte. Glauben Sie wirklich, dass Risse am Meeresgrund eine Hysterie an Land auslösen können? Wir verbrachten Tage bei diesen Rissen. Wir hörten Dinge und sahen Dinge, die unsere Blicke erwiderten. Wo fand der letzte Tauchgang statt? Könnten Sie mich zu der Stelle bringen, wo der letzte Tauchgang stattfand? Auf keinen Fall. Sie dürfen nicht zu Ihnen, Mr. Reed. Das wäre reiner Selbstmord. Oder schlimmer. Ich war Taucher bei der Navy, Kapitän. Und bei allem Respekt.
Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Nicht? Das mag sein, aber ich bringe sie nicht dorthin. Und ohne vernünftige Ausrüstung können sie eh nicht zu ihnen. Wo bekommt man hier einen Taucheranzug? Wissen Sie, wo man hier einen guten Taucheranzug bekommt? Meine Männer hatten ihre aus einer Fabrik für Taucherzubehör hier in der Stadt. Wenn Sie sich wirklich nicht von Ihrem Vorhaben abbringen lassen wollen, schreibe ich Ihnen die Adresse auf. Ich brauche das Logbuch des Schiffs. Wo befindet sich das Logbuch der Titania? Ich trug es bei mir, als ich hierher kam. Ich kann mich noch an den Operationssaal erinnern. Aber als ich wieder zu mir kam, war es weg. Wiedersehen. Gute Besserung. Tja, seltsam, seltsam. Okay. Gedankenspiel. Verwundeter Seemann, verrückt gewordene Mannschaft. Die Mannschaft der Titania war verrückt geworden und es kam deswegen zu einem Massaker am Hafen. Eastwood Avenue zwischen Levy Coffin Avenue und Deep Shore Road, Grimhaven Bay West. Oh, wir können trotzdem mal Operationszeit gucken. Ah, okay. Es wird nachgefüllt. Sehr gut. Sehr gut. So, Avenue zwischen Levy in Grimhaven, Fabrik für Zauberzubehör. Oh, Grimhaven West. Levy Coffin und. Hier. Also hier. So. Traumhaft. Traumhaft, traumhaft. So. Man kann nicht, haben wir nicht alle Schlüsselweise. Achso, ja stimmt, wir können den Typen fragen, was mit dem... Stimmt. So. Das ist wie Weihnachten, ne? Hier. Logbuch der Titania. Ichenfalls. Mannschaft klagt über Geräusche und Schlaflosigkeit. Fische seltsam. 22. März erreichen. Mannschaft hat Halluzinations. 23. März gab Rum aus, sollte sie ablenken. 23. März fanden unter Wasser Hohlraum mit Sauerstoff nahe Felsriff Davis tief unweit der Stadt. Wissenschaftler entdeckten uralte Mauern, forderten Kisten mit Ausrüstung an. 24. März schickte Taten und Myers nach unten, nachdem niemand aufgetaucht war. 24. März kam nur mit Albert Fogmorton zurück, ist völlig wahnsinnig. 24. März Mannschaft setzt Albert in Rettungsboot. Wollte eingreifen, es kam zur Meuterei. Oh Gott. Ich habe halt gedacht, dass die Tür wieder nicht so gefallen ist. Mehr Wissenspunkt. Naja. So. Halleluja. Doch, das Spiel macht mich fertig. Erst die Viecher und der Kampf. Und jetzt die Leute, die mich immer erschrecken, weil die einfach da sind.
Warte. Warte mal, nee, ich muss wieder zurück. Ich habe mich gerade von meiner eigenen Markierung blenden lassen. Aber dass auch der Reed nicht dazu sagt, mit diesem Monolithen, mit diesen Kultisten oder mit den Leuten, die hier irgendwelche Leichenteile in ihrem Rucksack mit sich schleppen. So. Angst. Was ist? Ekelhafte Viecher. Musik. Ganz in Ruhe. Gibt keinen Grund zur Panik. Okay, ich nehme ja auch nix. Ist das ekelhaft. Ja. Oh, Schießpulver. Schön. Ich habe schon wieder irgendwelche Geräusche. Das macht mich schon wieder wahnsinnig. Warum kriege ich jetzt schon wieder so viele Muni? Mit diesem hier hätte ich nicht einmal für eine Minute Luft. Krass. Ich weiß auch, wie schwer das sein muss, ne? Wenn man überlegt, wie die Taucheranzüge jetzt sind. So federleicht im Vergleich zu diesen riesen Dingern. Inventar. Okay, da habe ich hier alles. Gut. Hier nicht schon, nee, wir waren woanders, ne? In einem rostigen Taucheranzug riskiere ich sicher nicht mein Leben. Nicht? No risk, no fun, würde ich meinen. Diese ganzen Löcher in den Boden, Böden. Was haben wir denn hier? Munition, Kaliber. 30. Hab ich es? Ja, guck mal, ja, das sieht doch ganz gut aus. Boot zu den Devil's Teeth. Teufelszähne. Alle Hinweise halten. So. So, hier komme ich nicht hin. Okay, okidokili. Ach Gott. So, wo muss man jetzt eigentlich hin? Taucheranzug. Soll ich damit keine Probleme haben? Letzte Tauchstelle der Expedition. Okay. Also wir gehen es einfach selber. Wir tauchen jetzt hier einfach selber. Ist es dein Ernst? So, hier, oder? Der ist tief. Okay, das heißt, ich muss jetzt das Boot hier nehmen. Und dann dorthin. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Kann nur gut werden. Überhaupt nicht schlimm. Das ist alles easy peasy. Kriegen wir hin. Ich weiß nur, dass es aalfressende Menschen gibt, aber ansonsten bin ich positiv gestimmt, dass wir das ohne Probleme schaffen werden. Und dann bin ich mal gespannt, was wir herausfinden werden. Ich meine, es ist schon interessant, aber das Kampfsystem, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich verwöhnt von anderen Spielen. Und wahrscheinlich ist es auch schwer, ein... für irgendwas, sag ich mal, ein ordentliches Kampfsystem, ja... integrieren, wenn man es vielleicht doch nie zuvor
getan hat. Aber nun gut, ich denke, wir kriegen es trotzdem hier irgendwie hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn wir uns in die Tiefen begeben, yay, was soll schon Schlimmes passieren, außer dass wir wahrscheinlich komplett verrückt zurückkehren werden. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei und dass die heutige Folge euch gefallen hat.